Spitzentreffen der Koalition in Berlin. Die drei Parteichefs von CDU, CSU und SPD sind am Dienstagabend im Bundeskanzleramt zusammengetroffen. Man sei alle gemeinsamen Aufgaben durchgegangen, hieß es in Koalitionskreisen anschließend. Details wurden nicht genannt. CSU-Chef Horst Seehofer kündigte vor dem Treffen an, dass die Union über den geplanten gesetzlichen Mindestlohn und die Rente mit 63 reden wolle. Erwartet worden war auch, dass CDU-Chefin Angela Merkel, SPD-Chef Sigmar Gabriel und Seehofer über die Ukraine und mögliche weitere Sanktionsschritte gegen Russland sprechen würden. Einem Medienbericht zufolge planen Kanzlerin Merkel und Bundeswirtschaftsminister Gabriel außerdem einen informellen Energiegipfel mit den Bundesländern. Die Regierungschefin und ihr Stellvertreter luden die Ministerpräsidenten der Länder für den 1. April zu einem Gespräch ein, bei dem es um die umstrittene Reform des Gesetzes zu erneuerbaren Energien, kurz EEG, gehen soll. Das berichtete die Süddeutsche Zeitung vorab am Mittwoch. Merkel und Gabriel wollten dabei offenbar erkunden, ob die angestrebte Novelle des Gesetzes angesichts der vielen Änderungswünsche der Länder machbar sei.